Forschungsteam legte daraufhin den Sumpf trocken und führte Ausgrabungen im sogenannten Auge des Sumpfs bis an die östliche Begrenzung durch. Dabei gelangen immer wieder verblüffende Funde. Was meinst du? Da sind diese Steinschichten, die nicht von Lehm umgeben sind, nur von Sediment auf dem Sumpf. Das wurde angelegt. Das kann ich doch natürlich nicht. Da wurde nachgeholfen. Für mich sieht es aus, als hätte jemand die kleineren Steine unten platziert, die um eine Straße anzulegen, und die größeren oben drauf gelegt. Es wirkt so präzise. Für mich sieht das hier aus,